Hallo und herzlich willkommen zu Man of War Assault Squad, die Vororte von Caen. Also wir sind ja, das ist wie gesagt die deutsche Mission und wir haben uns ja extrem weit schon vorgearbeitet, das seht ihr ja hier. Wir müssen jetzt schauen, dass wir hier irgendwie weiterkommen und dieses Industrieviertel oder was das auch immer sein soll hier einnehmen. Und das haben wir halt leider noch nicht geschafft. Wir gehen jetzt trotzdem erstmal mit unserem Panzer hier ein bisschen zurück. Der ist kaputt. Haben aber auch keine Mannschaft mehr drin. Den müssen wir eigentlich jetzt mal wieder schauen, dass wir den reparieren können. Das lassen wir jetzt mal hier oben rechts. Ne, können wir jetzt gar nicht rausnehmen. Dann gehst. Ne, den lassen wir erstmal. Wir dürfen nur nicht zu nahe hier hin, weil hier, weiß ich noch, steht nämlich diese Pack. Das Einzige, was wir jetzt probieren könnten, wäre mit unserem Mörser vielleicht. Wir könnten aber auch eine Pack holen. Oh, hier ist ein Panzer. Nee. Ich glaube, besser wäre, wenn wir hier eine Pack noch aufstellen. Das machen wir hier auch. Bringe jetzt hier meine Pack hin. Die werden wir jetzt erstmal zurückziehen. Und den bringen wir jetzt trotzdem mal hier rüber. Dann soll der die Werkzeugkiste nämlich rausnehmen. Und soll den mal reparieren. Besser als gar nichts. Für Infanterie taugt er auf jeden Fall alle Fälle. Oh. Wann? Verstärkung eingetroffen. Nee, oder? Den Panzer beschädigt. Mist. Haben wir ihn zerlegt? Ne, der bewegt sich noch. Kette beschädigt. Es kann doch nicht sein, dass der hier unsere ganzen Panzer zerlegt. So, der Panzer müsste repariert sein. Komm, den hier. Wanne zerstört. Das lese ich natürlich sehr gern. Jetzt haben wir ihn. So, wo ist denn unsere Packe überhaupt? Ist die schon mal in Reichweite gekommen irgendwo? Nö. Ah, die wird hier. Warum wird die nicht mit dem LKW gebracht? Jetzt müssen die Leute die Pack bis dahin schieben. So, jetzt können wir auf jeden Fall mal die Werkzeugkiste hier rausnehmen. Lassen ihn aussteigen. Verstanden. Ja, und dann kannst du den jetzt mal in aller Ruhe reparieren hier. Wieso kommst du jetzt nicht? Alter. So, dann gehst du aber mal hier hinter. Oh, den kann er nicht mehr reparieren. Dann soll er mal den Panzer hier reparieren. Wurscht. Dann werden wir jetzt mal noch einen Panzer dazu holen. Wirbelwind 350. Tigerveteran, also einen Tiger bräuchte man auch mal noch. Aber ist wurscht, wir holen jetzt erstmal den Panzer. Jawohl. Den könnten wir auch reparieren, das werden wir jetzt auch machen. Ich hoffe natürlich, dass der noch eine Munitionskiste hier drin hat. Der Panzer geht auch. Verstärkung eingetroffen. So, steigt da mal ein. Leute, wir brauchen jetzt viel mehr Einheiten, ne? Verstanden. Weil ich glaube, mit denen ein paar werden wir ja nicht weit kommen. Wo wir aufpassen müssen, dass hier nicht noch irgendwo mein Panzer hier durchkommt. Da ist die Pack, deswegen schon mal in Stellung gleich. Hey, wer schießt denn jetzt hier auf mich? Scheiße, der hat. Ah, hier ist eine Munitionskiste. Jawohl. Nehmen wir mal das Ding hier. Munition! So, und jetzt gehst ganz schnell hier vor.
Da, wo dich keiner sieht. Und jetzt, genau, wir können ihn reparieren. Das ist schon mal sehr gut. Dann können wir nämlich den auch mitnutzen. Der ist auch beim Reparieren. Ja, mit dem können wir leider nichts mehr machen. Unsere packen wir hier hin. Da kommt der nächste Panzer. Und dann werden wir jetzt erstmal Infanterie, glaube ich, bestimmt genug brauchen. Das Beste wäre wirklich, wenn wir mit Infanterie reingehen und nicht mit unseren Panzer. Hey, pass mal auf. Fahr weg. Mal schauen, wo die hinschießen. Bestimmt hier in den Waggon rein. Ja, oder überhaupt nicht. So, dann bringen wir mal noch einen Panzer hier hin. Warum gehst du jetzt hier rüber? So, ihr geht jetzt mal hier hin. Also, wir werden... wir können leider keine Infanterie jetzt dazu holen. Keine Punkte mehr zur Verfügung. Müssen wir noch ein bisschen warten, ne? Verstärkung eingetroffen. Wir gehen jetzt trotzdem erstmal mit denen hier hin. Die sollen mal schön reparieren. Der muss sich mal ein bisschen drehen. Verstanden. Mal schauen, ob wir hinkommen bis davor. Da ist natürlich auch einer und hier ist der Gegner. Mal hier eine Granate reinschmeißen. Ich hoffe, der kommt natürlich bis da vorne hin. Verstanden. Hier ist jetzt auch mal mit dahin. Jawohl. Scheiße. Vorwärts! Ah, da kommt ein neuer Panzer. Wo ist der Panzer? Die Pack müsste ja auch in Reichweite kommen, oder? Den ziehen wir jetzt mal zurück. Komm. Besatzung verwundet, Besatzung verwundet. Wanne zerstört, Hauptgeschütz beschädigt. Oh mein Gott. Kette beschädigt. Natürlich der Panzer jetzt auch im Arsch. Hey, fahr doch mal nicht so nah an die Pack hier hin. Wir haben eine strategische Position eingenommen. Für Ihre bemerkenswerten Erfolge stellt Ihnen das Brigadekommando zusätzliche Ressourcen zur Verfügung. Das ist cool. Der Feind wird von diesen Meisterwerken der Ingenieurskunst abprallen wie von einem Fels. Also wir müssen jetzt erstmal den Panzer hier reparieren lassen. Die lassen wir jetzt mal aussteigen. So, nehmt da mal schön die Kiste. Und jetzt repariert man mal schön euren Panzer hier wieder. Also, wir haben jetzt Einheiten dazu bekommen. Also, Punkte. Wir haben jetzt welche Stellung eingenommen? Ach, die hier. So. Wie schaut's denn jetzt hier mit der Infanterie aus? Da kommt auch ein neuer Panzer. Dann bringen wir hier mal noch eine Pack dazu. Oder? Ne, ich glaube, wir bringen jetzt erstmal Infanteristen. Jawohl. Shit, wir haben unsere Stellung verloren. Hier. Wir haben eine strategische Position verloren. Mist. Der Panzer schaut gut aus. Kann repariert sein, oder? Ich glaub schon. Hey, wir hatten jetzt hier meinen Panzer zerstört. Die Pack hier hinten, ne? Besatzung verwundet. Mist. Motor beschädigt. Also mit unseren Panzer hier kommen wir nicht weit. Verstanden. Wir bräuchten jetzt ganz dringend mal bessere Panzer.
Jetzt gehst du bitte erstmal hier in den Panzer rein, dann haben wir nämlich den schon mal. Wenn er jetzt der nicht gleich zerstört wird. Oh, den Panzer auch verloren. So, das passt. Wir bräuchten hier viel mehr Panzer. Jawohl. Nein, steig ein! Steig doch ein! Wanne durchschlagen. So, da ist meine Infanterieeinheit. Wie sollen sie mal hier jetzt in Deckung gehen? Haben wir den Panzer jetzt? Ja, den haben wir jetzt. So, dann werden wir mal Infanterie hierher noch holen. An die Mauer. Ich glaube aber eigentlich, dass der Panzer jetzt weg ist, also kaputt ist. Warum die jetzt hier noch drauf schießen, ne? Dann werden wir mal... Wir haben eine strategische Position verloren. Warum? Wo haben wir schon wieder eine verloren? Nein, bestimmt hier drüben, oder? Ja. Nee, lass doch mal bitte jetzt den Panzer in Ruhe. So, der ist auch beschädigt. Wir haben eine strategische Position eingenommen. Verstanden. So, wir müssen den Panzer wieder reparieren, Leute. Ah, der ist kaputt, schau her. Können wir nicht mehr reparieren, dann gehen wir lieber hier rein. Reparieren wir lieber den, nehmen wir den hier mit. Ich hoffe natürlich... Der schafft es zum Reparieren, ja. Aber das Gute ist, wenn er repariert ist, der ist schon mal drin. So, und jetzt müssen wir hier schauen. Die Panzer bleiben jetzt erstmal hier. Den Panzer bringen wir jetzt erstmal mit hier rüber. Das sind schon mal nicht meine hier. So, jetzt müsst ihr aufpassen. Wir müssen jetzt irgendwie hier nach vorne kommen. Wir könnten das Stuck mal mitnehmen. 1000. Wir könnten uns ja als eigentlich den Tiger wieder ranholen. Der kostet gleich 1000 Punkte. Aber komm, den holen wir jetzt. Ich hoffe natürlich, der kann ein bisschen was. Überall die Toten. Endlich! Mit solchen Panzern sind wir unbesiegbar. Ja. Mögen unsere Feinde vor der Macht der deutschen Ingenieurskunst erzittern. Die Pack lassen wir hier. So, jetzt müssen wir mal schauen, wie die Infanterie kriegt halt höllisch eine drauf. Die kriegen wirklich höllisch eine drauf, ey. Scheiße. Ist der Panzer schon irgendwo hier? Den brauchen wir jetzt. Mist, der ist noch extrem weit hinten, ne? Wie kriege ich jetzt diesen Panzer hier weg? Komme ich halt überhaupt nicht rein. So, hier haben wir auch schon wieder einen Panzer verloren. Also die Panzer stehen natürlich voll... Zerstört den. Komm. Also wenn ihr denkt, unsere Panzer werden jetzt eigentlich hier so dargestellt, als ob die wirklich nirgendwo durchschießen können. Ist der Wahnsinn. So, Tiger, du bist ja gleich da. Kommst du irgendwie an den hier hin? Schaut nicht so aus. Der Panzer ist tüchtig. Ja. Der ist auch kaputt.
Na, das passt. Jetzt schauen wir mal, dass wir den Punkt hier wieder einnehmen. Oh, schaut mal an, der Tiger zerlegt den. Wir haben eine strategische Position verloren. Hm, schon wieder verloren. Die sind alle verwundet hier. Mist. So, Tiger, komm. Jawohl. Der kann hier mit einsteigen. Wir müssen das jetzt hier irgendwie... Okay, unsere Infanteristen hier, die Häuser sind halt jetzt irgendwie alle draufgegangen. Die sind alle verletzt hier. Motor beschädigt. Mist. An die Kiste kommen wir ja leider nicht hin. Motor beschädigt, aber das Geschütz geht noch. Alter, der Tiger rotzt und rotzt. So, wir brauchen Infanterie. Die bringen wir jetzt mal hier hin. Ja, der Tiger, der haut schon einiges weg. Aber wir müssen aufpassen, dass der Tiger hier nicht in dieses Packfeuer reinfährt. Ja. Hätte man nämlich fast Pech gehabt. Schaut hin. Verstärkung eingetroffen. Nein. Kette beschädigt. Ist sie jetzt kaputt? Ne, die schießt noch. Hauptgeschütz beschädigt. Mist. Unser Tiger steht jetzt. Verstanden. Naja, jetzt werden sie ihn zerstören. 100%. Hey, Kumpel. Verstanden. Jawohl. Jawohl. Dass wir hier keine Luftunterstützung oder irgendwas ordern können. Ja, jetzt reparier du mal bitte deinen Tiger hier. Und was ich jetzt auf jeden Fall nehmen werde, ist ein Mörser. Und der soll nämlich jetzt dann diese Pack hier unter Beschuss nehmen. So, hier haben wir die nächste Infanterie. Und wir müssen jetzt mal schauen, dass wir irgendwie hier vorkommen. So, die Panzer jetzt mal hier vor. Achso, der ist kaputt. Verstanden. So, komm mal hierher. Verstärkung eingetroffen. Reparier den mal. Hier drüben werden wir jetzt Infanterie nehmen. Jawohl. Verstanden. Los, rennt in Deckung, Leute. Feuer! Feind voraus! Den bringen wir jetzt mal hier hin und den hier hin. Verstärkung eingetroffen. Oh, ich hoffe, die können den reparieren hier, den Tiger. So, die bringen wir jetzt auch mal ein bisschen nach vorne. Rennt. Jawohl. Jawohl. Wir haben eine strategische Position eingenommen. Okay, die habe ich schon mal wieder zurück. Das ist schon mal sehr gut. Jetzt bringen wir mal einen hier an das MG hier oben hin. Der Panzer wird repariert. Der ist noch hier. Wir müssen diese Pack hier unbedingt wegbekommen. Also die stört mich höllisch. Jawohl. Da kommen sie. Jawohl. So viel Panzer hat dieser Gegner eigentlich nicht. Aber wir können das hier nur mit Infanterie einnehmen. Bring jetzt auch mal die Pack hier ein bisschen in Stellung. Nur wohin? Hier rein. So, Infanterie hier hin. Wir müssen jetzt doch trotzdem mal ein bisschen mehr mit Infanterie arbeiten, weil sonst, glaube ich, wird das hier nichts mehr. Der Tiger ist repariert. Jetzt müssen wir schauen, dass wir den so schnell wie möglich hier rausbekommen. Nicht, dass dann gleich wieder die Pack hier auf uns schießt. Verstärkung eingetroffen. Die müsste doch jetzt eigentlich kaputt sein, oder?
so oft, wie die es hier drauf geschossen haben. Sie ist auf jeden Fall nicht mehr bemannt. Oh, doch. Ja, das passt schon. Also, Infanterie, die Position ja einnehmen. Wie schaut es jetzt hier aus? Der ist am MG. Ah, das war zu spät. So, wir müssen jetzt mal mit denen hier ein bisschen nach vorne kommen. Die sollen jetzt mal hinter die Fässer hier in Deckung. Geh in Deckung, ey. Halte ich lieber erstmal. Da, die sind schon im Haus hier drin. Der ist kaputt. So, Tiger, geh nach vorne. Du müsstest mir jetzt bitte den hier zerlegen. Das ist ganz, ganz wichtig. Infanterie. Ach, die ist auch kaputt. Die Panzer könnten wir eigentlich alle reparieren. Oh, hier müssen wir aufpassen, da kommt einer. Kommst du ja nicht hin? Nee, schaut nicht so aus. Ja, aber der kann doch auf mich auch schießen. Warum kannst du nicht auf den schießen? Komm, geh weg. Na ja, dann lass mal jetzt mal hierher kommen. Da haben sie ihn doch. Ihr müsst unbedingt in Deckung gehen, Leute. Die Pack ist hier. Der Panzer ist auch kaputt. Ah, der Tiger hat ihn zerlegt. So, dann gehen wir mal mit dem hier vor. Mit dem da, mit dem da. Ein Infanterist soll jetzt mal das hier einnehmen. Und einer soll hier ans MG gehen. Was ist denn hier noch, was hier auf mich schießt? Tiger, mal ein bisschen zurückkommen. Das Haus ist auch sauber. Ah, schaut mal hier hin, da. Mist, da ist noch eine Pack. Oh. Wir brauchen dieses dieses Gebiet hier. So, du gehst mal bitte ans MG. Jetzt müssen wir mal schauen, dass die hier irgendwie ein bisschen weiterkommen. Mal die MG-Nester und so weiter ein bisschen ausräuchern. Panzer, glaube ich, haben jetzt momentan überhaupt keine da. Wir haben eine strategische Position eingenommen. Nehmen Sie die zweite Verteidigungslinie ein. Die ist dann hier hinten, ne? So, Leute, vorrücken. Wo ist denn mein Mörser überhaupt? Den brauche ich. Da haben wir ihn doch. Genau. Der Mörser soll jetzt mal ein bisschen das unter Beschuss mitnehmen. Werden wir noch gleich einen Panzer hier dazu holen. Wie kommen wir jetzt mit diesen Einheiten hier vor? Die werden wir jetzt mal hier reinbringen. Da haben wir auch noch welche. Die an die Häuser vor. Wir müssen die Pack hier irgendwie wegbekommen. Verstärkung eingetroffen. Das werden wir jetzt mal mit Granaten probieren. Ich hoffe, die kommen soweit. Jawohl. Da ist noch einer. Der Panzer ist noch ganz. Hey, wir können die bemannen. Na, jetzt ist sie zerstört, ja. So, passt mal hier auf, da ist auch der Gegner. Dann können wir jetzt mit denen eigentlich einmal vorrücken. Hier müsste es sauber sein. Ja. So, Leute, komm, vorrücken. Nehmt es ein, ey. Die bringen wir jetzt mal hier hin. So, da haben wir auch noch einen. Der ist am MG, das passt noch. Leute, wir haben es gleich. Wir haben dieses Industrieviertel haben wir fast. Wir brauchen mehr Infanteristen. Ne? Die bringen wir hier mal rein. So, unser Tiger ist hier. Rücken jetzt auch die Pack mal vor. Sollen wir hier in Stellung gehen? Was haben wir jetzt hier hinten? Oh, da ist auch noch eine Pack. Müssen wir aufpassen. Fährst du mal hier rüber. Ja.
Leute, ihr seid viel zu in offenem Feuer, ey. Ihr müsst doch mal ein bisschen in Deckung gehen. Die bringen wir jetzt mal hier hin. Das sind auch noch welche. Also Infanteristen haben wir jetzt eigentlich gut. Da. Wieso bewegt sich denn jetzt die Pack nicht mehr? Haben sie den Rad kaputt geschossen oder was? Nee, jetzt geht's ja. Scheiße, der nächste Panzer. Da wäre natürlich jetzt hier die Pack super gewesen. Panzerabwehrgranaten haben wir noch. Jetzt lassen wir den Panzer ein bisschen näher kommen. Mann, wir bräuchten hier irgendwas zur Unterstützung. Ja, dann fahrt ihr mal hier mit rein. Wir haben eine strategische Position eingenommen. Jetzt, ja, schmeiß mal Panzerabwehr drauf. Komm, renn! Lauf! Scheiße. Das war, so wie es ausschaut, hier der einzigste mit der Panzerabwehrgranate noch. Wo ist der Tiger? Da. Ne, wir haben noch eine. Ich glaube, das hat jetzt nicht viel gebracht, oder? Doch, war nicht zerstört, da haben sie, ne? So, wie viel haben wir denn hier noch? Ein paar Leute. Da müsst ihr aufpassen, da kommt Infanterie. Wir müssen jetzt mal schauen, dass wir irgendwie dem Panzer hier durchkommen, ja. Mit denen mal hier in Deckung. Ja, müssen wir die mal verstärken hier. Auf wen schießt der Tiger? Da haben wir eine MG-Stellung. Da ist die Pack. Die kann hier schon mal. So, schaut doch eigentlich recht gut aus jetzt. Wir sind sehr weit nach vorne gekommen. Und ich würde sagen, das reicht für heute hier. In der nächsten Folge werden wir dann den Rest erobern. Ich hoffe natürlich, dass wir es schaffen. Wir brauchen aber jetzt auf jeden Fall erstmal ein paar Panzer mehr. Weil was ihr ja hier hinten gesehen habt, ist ja, dass hier auch noch Artillerie und Packs hier stehen. Und da müssen wir erstmal schauen, dass wir hier irgendwie hinkommen. Bin noch beim Überlegen. Aber ich glaube, da werden wir aber auch noch viel Infanterie brauchen. Dass wir die Infanterie ein bisschen an die Seiten hier vorschicken. Dass die vielleicht erstmal ein bisschen die gegnerischen Infanteristen säubern. Weil da ist es nämlich auch so. Ich weiß nicht, wer hat Panzerabwehrgranaten dabei und wer nicht. Also ich glaube, erstmal mit der Infanterie ein bisschen säubern. Und dann mit die Panzer leicht vorrücken. Weil ich glaube, wenn wir mit unseren Panzer hier ins offene Feld hier reinfahren. Ich glaube, die werden wir alle verlieren. Weil es sind einfach zu viele Geschütze hier hinten. Ne? Aber das, wie gesagt, alles in der nächsten Folge. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Macht es gut. Tschüss.